In der Antarktis hat eine neue britische Forschungsstation ihre Arbeit aufgenommen. Halley 6 ersetzt ihre 20 Jahre alte Vorgängereinrichtung. Es ist bereits die sechste Forschungseinrichtung auf dem Brandschelfeis im östlichen Weddellmeer. Die 30 Millionen Euro teure Forschungsstation wurde in den vergangenen 4 arktischen Sommern zusammengebaut. Das raue Klima in der Antarktis erlaubt nur während des 9-wöchigen Sommers Bauarbeiten. Die Bautrupps arbeiteten bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt rund um die Uhr. Die 7 miteinander verbundenen Container können hydraulisch angehoben werden, sodass sie von den Schneemassen nicht erdrückt werden. Außerdem besitzen sie eine Art von Skiern, um sie ins Inland zu verschieben.